Nachts kommen sie aus ihren Verstecken. Werden sie gestört, so flüchten sie sofort in ihre Schlupfwinkel. Sie sind ein lichtscheues Ungeziefer. Schaben. Schaben sind über die ganze Welt verbreitet. Sie sind kosmopolitische Hygieneschädlinge ersten Ranges. Nahezu in allen bewohnten Gebieten haben Schaben ideale Lebensbedingungen gefunden. Die Weiterverbreitung der Schaben erfolgt im Nahbereich durch aktives Einwandern und über große Entfernungen durch passive Verschleppung, vor allem durch Transportmittel. Sie reisen als blinde Passagiere zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Schaben zählen zu den ältesten noch lebenden Insekten der Welt. Urweltfunde wie dieser Bernsteineinschluss beweisen ihre Existenz bereits vor fast 350 Millionen Jahren. In den gemäßigten Klimazonen kann die deutsche Schabe in einem Jahr drei Generationen hervorbringen. Rein rechnerisch kann dies bedeuten, dass aus einem einzigen Schabenpaar etwa 400.000 Nachkommen jährlich entstehen können. Intensive chemische und biologische Forschungen und die Prüfung von ca. 14.000 neuen Verbindungen pro Jahr führen in den Bayer Laboratorien zu einer kontinuierlichen Entwicklung neuer Wirkstoffe. Hier werden Schaben in einer Versuchsanordnung mit verschiedenen Wirkstoffkombinationen besprüht, um die Effektivität des Austreibeeffektes zu testen. Bereits nach wenigen Sekunden verlassen die Schaben das behandelte Versteck. Um festzustellen, in welchen geringstmöglichen Dosierungen eine Wirkung erzielt werden kann, wird den Schaben mit einer Schlundsonde eine genau definierte Menge des Mittels verabreicht. Bereits während der Applikation läuft ein Teil des Ungeziefers, bedingt durch den Austreibeeffekt des Mittels, in die noch feuchten Sprühbeläge und wird abgetötet. Bei der Kontrolle am nächsten Morgen wird der volle Bekämpfungserfolg sichtbar. Schon aus Gründen der Hygiene ist eine gezielte Vernichtung des Ungeziefers mit geeigneten Mitteln unumgänglich. Die Lösung dieser Probleme hat bei Bayer im Rahmen der Forschungsarbeit Tradition. Um Schädlinge effektiv bekämpfen zu können, muss man nicht nur den Schädling selbst, sondern auch seine Lebensweise genau kennen. Wirkstoffe wie Propoxur und Cyflotrin, die von der Bayer-Forschung entwickelt wurden, erfüllen als Insektizide alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Schädlingsbekämpfung. In der Praxis haben sich viele Produkte mit diesen Wirkstoffen weltweit seit langem bewährt. Schabenbekämpfung wo auch immer, ob in Gewerbebetrieben oder Restaurants, in Kanalsystemen oder in Lagerräumen, auf Schiffen, in Computeranlagen und Flugzeugen muss gezielt, wirtschaftlich und effektiv sein. Von Bayer auf den Markt gebrachte Schädlingsbekämpfungsmittel haben sich in der praktischen Anwendung weltweit hervorragend bewährt. Ein ständiger Informationsfluss zwischen der Praxis und dem Bayer Pflanzenschutzzentrum in Monheim liefert die Impulse für eine marktbezogene Forschung und eine gezielte Beratung in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten. Bayer-Produkte und erfahrene Schädlingsbekämpfer bieten die Gewähr für umfassende Erfolge in der Schabenbekämpfung. Wenden Sie sich daher in Fragen der Schädlingsbekämpfung vertrauensvoll an uns. Wir helfen Ihnen bei der Lösung Ihrer Probleme.